Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu meinem 258. Kreativtipp, hier wieder live aus meinem Bastelatelier Sabrinas Kreativecke in Würlingen. Wie könnte es auch anders sein? Auch heute gibt es wieder einen Kreativtipp mit den EasyStamps, unserer Monatsaktion. Und zwar mit diesen tollen Fußballstempeln, wo ja nicht nur die Monatsaktion ist, sondern wo es nur im Mai noch gibt. Und der Mai ist ja nicht ganz so lang. Und darum habe ich gefunden, zeige ich euch nochmal eine Idee, um euch davon zu überzeugen, dass ihr eben genau diese Stempel auch in eurem Sortiment braucht. Und zwar geht es ja Richtung Vatertag und dort sind Fußball sicher nicht so schlecht für den Einsatz. Ich habe hier das EasyStamp-Set Fußball, selbstverständlich, wie ich vorhin gesagt habe. Pinsel, dann ein weißer Spachtel, Topfschwämmli, Relief, Paste, Autodekorfarbe nach Quali. Ich habe hier Blattgrün und Schwarz. Klebband, Keradekor, transparent, das aber nur, falls nötig. Dann die tolle Schablone Superheld und ein Topfuntersetzer. Der Topfuntersetzer, der ist ganz normaler Korkuntersetzer vom gelb-blauen Riesen, dass ihr wisst, woher das ich sie habe. Die sind übrigens am günstigsten, es gibt sie ja sonst noch nicht, aber die sind echt... sage ich mal so, Preis-Leistung stimmt absolut. Das Ganze tue ich jetzt mit Autodekor Blattgrün, so ein bisschen für den Rasen für unsere Fußbälle rundieren. Und dann noch trocknen lassen. Da habe ich selbstverständlich einen Zeitraffer für euch vorbereitet, damit das auch zügig vorwärts geht und wir die Trocknungszeit uns schenken. So. Hier auf die Seite, einmal am Boden runter. Und nachher habe ich mir hier schon bereits einen getrockneten vorbereitet. Wenn ich jetzt die Videos nicht live machen würde, könnte ich sie cool schneiden, so à la, wie ein Frisbee wegschiessen und er kommt trocken wieder zurück. Aber wir sind hier ja live unterwegs und darum jetzt der nächste Schritt. Wir nehmen hier zuerst den grossen EasyStamp-Fußball, tun mit schwarzer Autodekorfarbe das Ganze ins Tupfschwämmchen einarbeiten und dann betupfen und abstempeln. Und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal hier auf dem Untersetzer drauf, so dass ich zwischendrin vielleicht auch noch die ein oder andere Lücke habe, um noch auch noch einen kleinen Fußball drauf zu tun. Und was auch noch toll immer aussieht, finde ich, wenn sie nicht ganz drauf sind, sondern auch so ein bisschen leicht angeschnitten. So. Zum Reinigen, das habe ich glaube, das letzte Mal nicht so effektiv gezeigt, das Feuchttuch anlegen und den EasyStamp einfach ausreiben, solange bis keine Farbe mehr rauskommt. Und dann ist er auch schon für den nächsten Einsatz bereit. Wenn es hier noch so kleine Stückchen hat vom Feuchttuch, kann man die einfach wegnehmen oder man kann auch noch schnell mit einem Haushaltungspapier das Ganze, den ganzen Schaum, der vielleicht entsteht, wegnehmen. Also, jetzt kommt der kleine Fußball noch zum Einsatz. Auch hier zuerst mal gut betupfen. Beim ersten Mal saugen sie immer recht. Also, dort genug manchmal drauf gehen. Und nachher kann man eigentlich nur noch so leicht nachgehen. Zwischendrin die kleinen Fußbälle setzen. Und dann auch hier noch reinigen. Und ich nehme dann gerade das Tupfschwämmchen und tue den Rand noch raschen. Das gibt einfach einen schönen Abschluss, finde ich immer noch so einen Rahmen rundherum. So, dann auch hier, Zeitraffer, Bumerang weg, Bumerang an. Kommt noch der zweitletzte Schritt. Ich nehme nämlich jetzt hier die Schablone Superheld und tue die ganz rudimentär abkleben, dass sicher nichts anderes drauf kommt, was ich nicht will. Weil manchmal, ja, ab und zu mal bin ich ein bisschen schusselig, wenn es schnell geht. Darum tue ich hier lieber einmal abdecken. Dann nehme ich mir den weißen Spachtel, tue Reliefpasten hinten auf den Spachtel drauf. Und dann kann ich eben so den Finger nehmen, um dann das Ganze zu führen. Einmal aufspachteln. Du bist inspiriert von dieser Idee. Und wenn du Material brauchst, melde dich ungeniert bei mir. Ich werde ziemlich sicher am 31. Mai noch meine letzte Sammelbestellung für diesen Monat machen. Und ich freue mich, von dir zu hören.
Auch wenn du gerne eine Vorführung möchtest machen, gerade so das Thema Basteln mit Kids, wird im Juni ganz aktuell aufgrund der Aktion, wo wir kommen, was es ist, darf ich leider noch nicht verraten, aber es lohnt sich effektiv, um im Juni sich so ein bisschen ums Kinderbasteln zu kümmern. Mehr dazu ein anderes Mal. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Nachmittag bei diesem tollen Regenbastelwetter. Habt ihr Sorge, bleib gesund und bis gleich. Tschüss miteinander.